I'm friends with Sarah, and the fact that she was imprisoned and detained in Lesbos made me really concerned. That's why I'm here. Hello, I'm Macari Jordan. I also go to Bard College Berlin. I lived with Sarah Mardini, or at least in the same room, in the same building for 2 semesters, and I knew her only as one of the kindest people and somebody who is very aware about what's going on around them and only wishes to do good in the world. And that's why I'm absolutely outraged about what is happening to her and the fact that she has not been able to continue her studies and continue her work for the betterment of humanity. Amount of time helping other people. I live with Sarah as well, and I know how ready she is to help whenever you need it, 24/7. And I think that it's time that we help her now. Ich bin Florian. Ich wollte nur sagen, für die Leute, die hier so dabei stehen und nicht wissen, warum wir hier laufen, wir demonstrieren für 2, 3 junge Leute, Sarah Mardini, Sean Binder, und die wurden in Griechenland verhaftet, nachdem sie dort monatelang in der Seenotrettung gearbeitet hatten und in den Flüchtlingslagern, vor allem von Moria. Die Anklagepunkte sind sehr schwerwiegend, aber sie sind auch sehr schlecht begründet. Und die drei, sitzen jetzt schon seit 2 Monaten im Gefängnis. Und die griechische Justiz arbeitet sehr langsam und wir werden langsam ungeduldig. Wir wollen, dass Sarah rauskommt, bis sie sich bei einem Prozess stellen kann, bei einem Prozess äußern kann. Und wir sind sicher, dass sie dann freigesprochen wird. Aber wir denken auch, dass es nicht zufällig ist, dass man sie festhält, anstatt sie ganz normal auf freien Fuß zu lassen, bis es zu einem Prozess kommt. Wir wissen noch nicht mal, ob es zu einem Prozess kommt. Es geht hier offensichtlich darum, dass man Leute vom Helfen abhält, dass man Leute einschüchtert. Wenn ich 23 wäre, wie Sarah, oder 26, wie Sean, dann hätte ich wahrscheinlich nicht den Mut, jetzt nach Lesbos zu gehen und zu helfen. Obwohl die Hilfe dort immer noch genauso, vielleicht jetzt noch nötiger ist, als zu dem Zeitpunkt, als Sarah und Sean das noch machen konnten. Wir wollen, dass dieser Prozess bald stattfindet oder dass die Anklage fallen gelassen wird. So soll das in Europa sein. Und alles andere ist politisch und skandalös. Danke.